Bürger Lars Dietrich, hier bei Kims Club Backstage, gerade aus dem Auto gestiegen, frisch aus Berlin. Ja. Pünktlich eingetrudelt, muss man sagen. Ohne Stau? Pünktlich. Ohne Stau. Ich verstehe auch nicht, warum sich da alle so verrückt machen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das hier so kompliziert ist, herzukommen. Und wahrscheinlich auch Klimaanlage, ne, bei dem Wetter? Ja, Klimaanlage ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und laute Musik, das hilft auch. Warum eigentlich Bürger? Also du heißt ja eigentlich Lars Dietrich, ja, jetzt ne? Müsste ich eigentlich, jetzt habe ich irgendwie fast schon 25-jähriges Jubiläum dieser Frage. Weil wirklich immer. Ich weiß. Und deswegen wollte ich sie unbedingt stellen. Im Laufe meines Werdegangs immer wieder diese Frage als erstes gestellt wird. Gott sei Dank, dann können wir sie schnell abhaken. Okay, nee, ich nehme sie einfach. Ich bin ein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik früher gewesen. Und als die Wende kam und ich dann einen Künstlernamen mir zulegen sollte, habe ich dann gesagt, nee, ich will keinen Künstlernamen, ich nenne mich beim bürgerlichen Namen, deswegen bin ich der Bürger Lars Dietrich. Und du hast mich ja schon, als ich noch so klein war, geprägt. Und Wikipedia schreibt über dich, er versuchte sich als Künstler und Musiker. Das ist ziemlich beleidigend, oder? Wieso denn? Also, was heißt versuchte? Ich hab's versucht und habe dann auch sogar Erfolg gehabt damit. Also, ja, so schwer, also so falsch ist es nicht, dass ich es versucht habe. Ich versuche viele Sachen. Aber durchaus sympathisch, denn dein bestes Lied für mich damals war ja Sexy Eyes. Ja. Und ich stimme das jetzt mal kurz an. Elegant, so wie ein Diamant mit der Kelle in der Hand. Steht sie jeden Tag am Strand, braun gebrannt von der Hitze. Laufe ich zu ihr, weil ich nicht so gerne schwitze. Bumm, schlaberlaber, weil alle zu ihr gehen und in der Sommersonne sich die Füße platt stehen. Ja, genau. So, aber dann machen wir noch den Refrain und zwar Sexy Eyes mit Sahne, Sexy Eyes, Banane, Sexy Eyes, Vanille. Ich singe immer Vanille. Vanille, ja. Sexy Eyes mit Früchten oder ohne, garniert mit einer braun gebrannten Mokkabohne. Ja, siehst du, guck. Boom, jetzt haben wir es beide erfolgreich versucht. Großartig. Wie man mir das nachsagt.